Hallo, herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der schwarzen Pumpe und ich häng gleich mal fest. So, hier geht so nicht, ne? Einfach so mich festhalten in meinem Arbeitszwang, so, auf geht's. So, also, Kollege ist abgetankt, unser Weizenheld, er ist immer noch dran, aber er hat's gleich geschafft. Wir haben die Ballen sind gepresst, habt ihr ja gesehen. Ich habe die Gerätschaften gleich weggefahren, gewaschen und in die Garage gestellt, dass sie wieder einsatzbereit sind. So, jetzt holen wir uns die Ballen. Die hauen wir in die Mischfutterfabrik. Weil da sind sie am besten eigentlich aufgehoben. So, dann machen wir mal hier auf. So. Da ist die Mischfutterfabrik nämlich dann auch gleich wieder voll. Den Strohball nehmen wir so mit. Das ist nicht das Problem. Der kriegt da schon zu Hause. So. Fleißige Zuschauer wissen ja, wie das hier funktioniert. Das ist ja eine riesige Zeitersparnis und Optimierung der Arbeit. So, voll ist er und auf geht er. Soweit, dann sind die Wiesen nämlich schon erledigt. Die können dann wieder gemütlich vor sich hin wachsen. Unser Drescher wird dann auch fertig sein. Dann können wir uns nämlich daran schon machen. Ihr verzeiht's mir. Ich kenne mich ja, ich bleib vorne hängen. Gruppern. Ich glaube, wir müssen bloß gruppern. Düngen. Und dann die 1 neu bestellen, ne, die 3 war das, die 3 neu bestellen. So. So, warte. Gras ist nämlich schon leer. Machen wir mal hier. Fertig. Ist schon leer, habt ihr ja gesehen. Also ist der Eisenbahn. Aber wenn wir gerade dann in dem unterwegs sind, wenn wir dann fertig sind, könnten wir eigentlich gleich mal schauen, was ist. Weil wir haben ja in der vorletzten Folge, wir haben ja Bretterpaletten. Also den Rohstoff für unsere Paletten vorbeigebracht. Müssen wir mal gucken, welche Bude Paletten braucht. Und dann gleich teilen. So, jetzt holen wir uns den Einzelnen hier. Aber das war ja bloß einer. Da ist er. Ach, doch, 3. Kommen wir gleich hier raus, wieder rein, passt das. Und gleich wieder voll sein. Ganz hui.
wir mal durch die durch. Voll. Naja, dann noch eine Runde und dann haben wir's. So, unser Weizen bald fertig. Sehr schön. Aber wir machen jetzt erstmal die fertig. Ist fertig. Egal, wir fahren jetzt erstmal die Ballen fertig. Der Reicher holen und ihn erstmal in der Pause schicken. Er hat ganz gut gearbeitet. Nächste Runde. Es geht halt eben richtig schnell und entspannt. Das ist schön. Was? Also im Moment, Schafe haben wir ja noch nicht. Haben wir ja jetzt erstmal nach hinten verlegt, weil unser Ziel ist ja. Aber wir wollen. Jetzt habe ich es vergessen. Ach, das Waldstück. Das Waldstück ja haben, dass wir da mal endlich ein bisschen im Forst was zeigen. Erstmal, und wir haben ja Schweine, Kühe, das reicht erstmal. Schafe sind ja dann immer noch schnell geholt, weil die Voraussetzung haben wir ja. Ja, ins Forstgeschäft einsteigen. Dann waren sie das schon. Super. Die letzten jetzt hoch. Okay. Voll. Naja, dann fahren wir auf den Hof. Das ist ja nicht das Problem. Hätte. Gedacht, dass wir das alles reinkriegen, wäre cool, weil dann hätten wir gleich direkt, aber so fahren wir erst über den Hof, laden das in die Silo ab und dann fahren wir von hinten an unsere Bretterpalettenbude. Alles kein Problem. Wir sind ja flexibel. Wein hier. So, Hammer. Immer wieder umstellen. Wo
fahr dann einfach von hier hinten ran, das geht ja hoch. Holz, 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 Sägewerk, nein. Sägewerk, nein, Holz, Holz, Holz. Holzhandel. Leerpaletten. 8, ist doch was Schönes, 8 Leerpaletten. Das passt eigentlich ganz gut. So, dann gucken wir mal, wo brauchen wir den Backwaren? Ich glaube, den Backwaren braucht mal Leerpaletten. Oh ja, Backwaren auf jeden Fall. Brauerei. Ja, Brauerei, da fahren wir gleich vorbei in der Brennerei. Also Brauerei, Brennerei. Ja. Und ich denke mal auch in der Kartoffelmanufaktur. So, also. Brauerei, Brennerei. Mal erstmal hier die Brauerei und dann können wir ja direkt in die Brennerei durchstoßen. Und in die Backstube hoch, weil ist ja alles oben. Sehr schön. Und dann hauen wir einfach. Also erstmal die Dreie. Zucker braucht ja nicht, weil wir haben ja. Wir nehmen uns das ja lose. So, wir gucken mal hier in der Bude, ob die da schon was auch braucht, weil dann laden wir gleich hier eine ab. So. Leerpaletten passt, die hat 17.000, das reicht. So. Mal hier noch eine weg. Hallo. So, dann haben wir Brauerei fertig. Dann fahren wir jetzt hoch. Dann kriegt jetzt ja die Backstube und die Brennerei was und dann guck mal in der Kartoffelbude und hauen da auch noch eine rein. Ja, zwei Backstube, zwei Brennerei und die letzte in Dis. Das müsste eigentlich sich ausgehen.
So, aber das machen wir am nächsten Mal weiter, denn für heute war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.